Ich möchte zum Schluss noch darauf hinweisen, wo die Gründe für den Niedergang, für unsere Unterlegenheit liegen und bitten, dass wir dagegen steuern. Die Hauptgründe liegen immer wieder darin, wenn wir nicht fleißig sind. Das, was wir gehört haben, wir können es nach Hause nehmen mit dem geistig dicken Bauch, haben viel gehört, so ein Kopf, ja, haben uns vollgefressen, aber die Frage ist, sind wir jetzt fleißig? Diese Wissensmanufaktur begeistert mich besonders, diese Handarbeit von Andreas Popp, habe ich den Namen noch richtig beieinander, ja? Das ist einfach fantastisch, wenn du siehst, wie diese Männer arbeiten. Du hast heute hochqualifizierte Beiträge gehört und das sind alles äußerst fleißige Menschen. Die haben, wie wir auch in unserem Gebiet, in Tausenden von Kleinstarbeitsstunden haben sie sich dieses Wissen angeeignet, aus der Praxis, versteht ihr? Da steckt Fleiß dahinter. Und je mehr du bezahlst für deinen Weg, desto mehr wirst du bewegen. Du wirst ein Feuer sein, das sich verbreitet. Also wenn wir nicht weise sind, wenn wir nicht fleißig sind, nicht weise sind, das ist der Grund, warum die Lichtflut nicht durchbricht. Also lasst uns weise sein, lasst uns sorgfältig sein, wachsam sein, lasst uns ungeteilt sein. Darin liegen die Gründe des Niedergangs. Eine Familie, die wir eingeladen haben, ist heute nicht hier. Warum? Weil die kleinen Jungs in der Familie die ganze Szene dominieren. Sie wollen in ihrem Fußballclub oder weiß ich was. Dafür sind die Eltern nicht hier bei der AZK. Wir kennen die erst seit neuestem. Die haben um Hilfe geschrien. Man soll ihnen helfen, ihre Familie in den Griff zu kriegen. Nun, hier wäre der erste Schritt gewesen. Ja. Sind die nicht hier? Warum? Sie sind geteilt. Fußballclub ist ihnen wichtiger. Persönliches Privatvergnügen ist ihnen wichtiger. Dann sitzen sie nicht hier. Seht ihr, das ist der Grund für den Untergang. Ihr habt gesehen, unsere Welt ist in einem chaotischen Zustand, wenn wir jetzt nicht ungeteilt, fleißig und all diese Dinge sind und rausgehen, richtig rausstürmen, um unsere Nachfolger zu bilden, um die wieder auszubilden, dass sie rausgehen, wir werden das Rennen verlieren. Das haben wir klipp und klar gesehen. Der rote Faden ist eindeutig. Die Korruption ist derart brutal, es kann sich nur noch um sehr kurze Zeit handeln, dann sind all diese Schranken unten. Ich sage noch einmal meine Prophezeiung, das Internet wird für uns ziemlich bald gesperrt sein. Ja? AZK hat man schon eine Seite von einem Internetcafé nicht anklicken können, ich weiß nicht, wie war es, Frankfurt oder wo, war zensiert. Von einem Internetcafé nicht zugänglich, hieß Zensur und so weiter. Also es wird kommen und das kann über Nacht sein, dass wir nicht mehr wissen, wo der andere ist. Also lasst uns jetzt Netzwerke aufbauen. Das Letzte, was mir am Herzen liegt, ein kleiner Ansatz, Lösung meinerseits, weil die Lösungen wurden auch andererseits schon präsentiert. Meine Lösungsvorschläge, Ansätze, die ich mitgebracht habe, die aber nicht jetzt hier verkündet werden. Dazu ist kein Rahmen der AZK, aber von denen wir doch wissen müssen, dass sie auch da sind. Meine Lösungsansätze, ich habe hinten auf meinem Büchertisch unentgeltlich für alle eine DVD produziert mit einer so großen Konferenz wie hier. Das war die Power Team Konferenz. Das ist eine Schulung, wie du, wenn du Aufklärungsarbeiter bist, ein Power Team hinkriegst. So ein Power Team, wie ich hier habe. Ja. Ihr werdet nachher mit meinem Power Team wieder sehen, wie dieser Saal in einer Stunde abgeräumt ist und alles ist blitzblank, jede kleinste Schraube wieder an ihrem Ort. Und du wirst nicht eine Klage hören, du wirst nicht irgendeine schlechte Stimmung sehen, auch nach so einem langen Tag nicht. Und sie werden eine super Stimmung haben. Hier wird am Schluss geschrien vor Freude, weil es so toll war, miteinander diesen Saal zu putzen. Du kannst hier, wenn du die Augen öffnest, etwas erleben, was du nie zuvor in deinem Leben gesehen hast. Und ich hoffe, du hast schon anderes heute so festgestellt. Ja. Und die Lösung, nehmt diese Power-DVD, Power-Team-DVD kostenlos da hinten mit nach Hause. Studiert sie Tag und Nacht, ja. Andreas Popp hat uns gesagt, werft den Fernseher raus. Das ist euer neuer Fernseher. Die DVD Power Team. Nehmt sie mit, ja. Ich habe natürlich noch was Besseres. Nehmt den Zettel mit, Sasek TV, da ist noch mehr drauf. Das sind meine Lösungsansätze. Kümmert euch darum, Sasek TV, wir haben sicher über 200 oder 50 Stunden Sendungen darauf produziert. Wenn du so eine Familie haben willst, wie ich sie habe, oder wie die Familie hier, die Hauptsängerin da vorne war übrigens eine Großmutter, wenn du das nicht gewusst hast, das waren ihre Kinder da hinten und hinter der Bühne hat sie noch so ein kleines, versteht ihr? Wenn du so eine Familie haben willst, oder all die Familien, die du gesehen hast, davon haben wir hunderte, versteht ihr? Die haben mal nicht funktioniert, jetzt funktionieren sie. Warum?
weil sie diese Dinge da hinten auf dem Büchertisch nehmen. Ja. Ich habe da einiges mitgebracht, ihr könnt alles gratis nehmen. Unser Motiv heißt, die neue Welt ist ohne Geld. Das ist mein Leitmotto, die neue Welt ist ohne Geld. Ja. Und das zweite Motiv und hierin sind wirklich Heilsansätze, die neue Welt beginnt zu Hause. Das ist das, was wir praktizieren. Ja. Und das mache ich nicht erst seit 2-3 Jahren, das mache ich seit vollen 30 Jahren. Ich habe vor 30 Jahren angefangen, ohne Lohn alles unentgeltlich zu machen. Ich habe Hunderttausende von Büchern, DVDs, CDs und das Volk gebracht. So war ihr heute hier unentgeltlich gegessen haben. Die werden von mir keinen Spendenaufruf, keine Kontonummer, nichts bekommen. Das sage ich jetzt auch nicht, um dich daran zu erinnern. Die Dinge sind beglichen, Punkt. Ja. Wir machen kein Geld, die neue Welt ist ohne Geld. Ich möchte bis an mein Lebensende mich an nichts bereichern, das Beste reinlegen, was ich kann, unentgeltlich. Und alles, was ich habe, möchte ich verschenken, um das zu fördern, was wir gerade heute tun. Ja. Ich erinnere noch mal die AZZ. Ja. Das sind für mich die Lösungsansätze, die AZZ dahinter. Nehmt sie stapelweise, also, nein, geht gar nicht, jeder eine. Wir sind heute etwa 1700 hier drin, habe ich mir sagen lassen. Also nehmt, es hat für jeden, glaube ich, eine, sicher für jede Zelle hier drin. Aber nehmt sie und kopiert sie selbst. Streut die AZZ, wie ihr könnt, wie ihr könnt. Hingegen die DVD, Power Team, die gebt nur aus erlesenen Leuten. Das sind Geheimnisse drin, die ich über 30 Jahre in der Praxis erprobt, zu einem wirklichen funktionellen Prinzip erarbeitet habe. Da steckt Wissen drin, von Jahrzehnten erprobt, durch Zehntausende von Lektionen. Nehmt das, das ist eure neue Bibel. Ich möchte es mal so sagen, das ist eure die AZZ dazu ist eure neue Zeitung, nehmt sie und macht ein Volksmedium draus, dass es läuft, dass es rennt durch die ganze Welt. Darin sehe ich eine Hoffnung und macht verbindliche Kontakte zu all denen, von denen ihr spürt, dass sie offen sind für das, was wir hier verbreitet. Ladet zunächst eine AZK ein, wenn es wieder eine gibt. Bringt euch so verbindlich ein, dass wir wissen, ihr seid unsere zuverlässigen Kontakte, für die wir die Hand ins Feuer halten. Vernetzt euch, dass wir euch diese weiteren Informationen zuschicken können. Und lehrt die Leute, an die AZK kommt man nicht, weil man weiß, wer spricht, sondern weil es eine AZK ist. Ist das okay? Einfach, weil es gut ist, ja? Und da spreche ich jetzt von unseren Referenten. Ich spreche nicht von mir, sondern einfach von unseren Referenten. Nehmt alles von meinem Büchertisch unentgeltlich mit. Und das ist mein letzter Gedanke, mein letztes Angebot, Lösungsangebot. Das Allerbeste, was ich zu bieten habe, glaube ich, ist mein bestes Pferd im Stall, ist die OCG. Sie bleibt das. Für mich ist das der Lösungsweg. Hier gehen wir diese Dinge in der Praxis an, wie wir es hier nicht ansatzweise besprechen werden oder können oder wollen. Aber ich kann nur sagen, eben wer irgend berührt wurde von irgendwas und das auch so haben möchte, sei es so eine Familie oder was auch immer, so ein Power-Team oder irgendwas, dort können wir euch das alles oder werden wir euch unentgeltlich coachen, dass ihr da hineinfindet. Mein allerletztes Wort, ihr seid für mich die neue Welt. Das seid ihr. Ihr seid die neue Welt, ja. Und ich liebe die neue Welt. Ich liebe die neue Welt. Ja. Ich liebe euch von Herzen. Darum haben wir das getan. Wir alle lieben euch. All die Teams sind hunderte von Menschen, die für euch im Hintergrund irgendwo gearbeitet haben. Sie lieben euch. Darum haben wir das getan. Also kommen wir gesegnet nach Hause. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten AZK oder sonst irgendwo auf der Straße beim Demonstrieren. In der OCG, egal wo, fühlt euch dort wohl, wo ihr die Chemie spürt. Herr mit euch.